Es geht direkt weiter mit dem Impossible Quiz 2. Und ich mache mir ein wenig Sorgen, was die Musik betrifft, denn ich weiß nicht, wie YouTube auf die reagieren wird. Auf einigen Seiten findet man das Spiel gar nicht mehr mit der Hintergrundmusik. Die hier hat sie offensichtlich noch. Ich gehe also ein Risiko ein. Los geht's. Where does the general keep his armies? Up his sleeves. Ja, aus Arms und Sleeves werden Armies und Sleeves. Die Arme sind also in den Ärmeln drin. Which of the following do you need to build a greenhouse? Die Betonung liegt auf dem Green und für ein grünes Haus braucht man Farbe. Which is the largest? Earth. Alle anderen sind Schokoriegel. What is this? Die erste What is this Frage in dem Teil. Das ist a Mary Can. Mary heißt ja fröhlich, ne? Eine fröhliche Dose. Frank says Ars. Muss man auf der Tastatur eingeben. How many letters in the sentence? Hier gibt es also auch noch Demo-Fragen. Das war ja was aus der Demo, ne? Acht Sentence besteht aus 8 Buchstaben. Use the right key. Und ich dachte, das wäre jetzt richtig böse, weil man vorher gar nicht weiß, dass man in dem Teil auch die Tastatur verwenden darf. Aber nein, Frage 5 war ja schon mit Tastatureingabe. Und das ist also ein Hinweis, dass man das in Betracht ziehen sollte. Man muss die rechte Taste drücken, also die rechte Pfeiltaste. Die rechte Taste, ja, auf der Tastatur gibt es viele rechte Tasten und Depp. Where does the Great Wall of China start? 10 letters in. Können wir mal zählen? WHERED OES. The Great. Das sind ja nur 9. Also es ist. Ja, es fängt mit dem 10. Buchstaben an. Ich dachte, es müssen vorher 10 Buchstaben sein. Ja, komm mir. Ich werde mich sowieso noch öfter verhaspeln in dem Teil. Hey, schaut mal hier. Da war was rechts und das ist der erste Skip. In dem Teil haben wir 3 Skips. Das in der Mitte kennen wir doch gar nicht. Und wir haben 5 statt nur 3 Leben. Evolve, ja. Klicken wir ein paar Mal drauf, dann geschieht das hier. What happens if you pick up a penguin? Wunderschöne Antworten, allerdings sind alle falsch. Man kann a penguin im wahrsten Sinne des Wortes hochheben. You find the answer. Put the mouse on here. Ja, gut, dass ich endlich mal die Maus zeige, ne? Wollte ich ja erst nicht machen, aber empfiehlt sich halt bei solchen Fragen absolut. Answer this question upside down. Und hier fallen viele drauf rein und denken, das ist K. Die anderen Antworten heißen Alright und Cucumber. Aber nö. Wenn die Frage auf dem Kopf steht und man also auf dem Kopf antworten soll, dann muss es ja wiederum richtig zu lesen sein. Versteht ihr? Also fein. What do Germans water their gardens with? Was war das? Ich glaube Lederhosen. Das dürfte so sein, dass Split Me Do, ich nenne ihn jetzt endlich mal mit dem richtigen Namen, weil ständig Macher zu sein klingt auch irgendwo doof. Split Me Do meint wohl, Lederhosen würde das richtige Wort für Gartenschläuche sein. So am ehesten stelle ich mir das vor. Also ja, das soll hier Gartenschläuche sein. Oh nein. Ja, ich wüsste zwar, was zu tun ist, aber, also was man sofort machen kann, aber ich schätze mal, ich werde das jetzt wieder für euch versuchen so darzustellen. Ja, ich habe das schon lange nicht mehr so gemacht. Oh, das war der, den ich gerade eben hatte. Deswegen fällt mir das jetzt auch schwer. Ach Gott, ey, wo kommt das denn hin, ne? Ey, ich blende das ein irgendwann, ne? Wenn ich das hier nicht hinkriege. Oh, das könnte hier. Ja, okay, das ist da. Das ist da. Ne, warte, das war. Fehlt mir irgendwo ein Knopf? Click the question twice habe ich jetzt. Ja, wo ist denn jetzt der andere Knopf zum Verschieben? Das hier geht nicht, das hier geht nicht. Habe ich irgendwo noch was. Bin ich jetzt doof? Ich habe 3 Dinger, die ich bewegen kann. Aber nichts mehr, um das da auszufüllen. Habe ich hier irgendwas verdeckt irgendwo? Es müsste heißen, click the question number twice, aber aus irgendeinem Grund
finde ich gerade den einen Knopf nicht mehr, den ich bewegen muss. Ja, what is God? A backwards dog. Sehr simpel, Gott heißt rückwärts Dog. What is the name of the impossible quiz cat? Den hatte ich euch ja verraten im vorherigen Quiz-Teil. Quiz. Brown. Ich muss den braunen Ballon treffen mit der Maus. What is Spider-Man's favorite food? Ich glaube Fly Sandwiches. Denn es ist ja eine Spider-Man, ne? Und Spinnen fressen Fliegen? Hm? Dürfte so sein. What is this? Ja, one of those. Zeigt auch dahin. Aber es ist namentlich ein Fuse-Stopper. Oh oh, ja, die erste Bombenfalle. Guck mal hier, da ist ein andersfarbiger Pickel und der gibt uns den ersten Fuse-Stopper. Ja, ansonsten sehr leckere Frage, wir müssen mal eine Pickel ausdrücken. How many questions does the very first impossible quiz have? Sehr viele Leute denken 110, denn die wissen nichts von der Demo. Aber die Demo hat ja 30 Fragen, ist technisch gesehen der erste Teil. 46 Millionen war auch schön. Oder 46 Millionen stand da ohne S, oder? Ist ja egal, ich halte mich immer an solchen Kleinigkeiten auf. What is Candy Floss made out of? Oh, was war das? Pink Clouds? Ja, weil das wie pinke Wolken aussieht, oder? Zuckerwatte? Jo. Win. Ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Wo kriege ich jetzt noch was her? Hier, der Ring der Fragennummer. Rein da unten und wir kommen weiter. Which of the following can be found under the sea? Es geht hier mal wieder um die Tastatur. Allerdings, wenn man das jetzt sich das betrachtet, dann sieht man unter dem C, also C, ist Space, die Leertaste, ne? What is a door? When is a door not a door? When it's a jar. Also das Wort kannte ich auch gar nicht. A jar heißt wohl... Was heißt a jar? Ich will jetzt wieder nichts Falsches sagen. Gekippt? A jar. Was ist denn a jar nochmal? Blende ich ein, weiß ich gerade nicht. Ich kenne das Wort, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Das ist wieder was aus der Demo. You run so far away. Der Song, ne? Quick press one. Ja, eins auf der Tastatur drücken. What is this? Das ist so billig, denn man kann bei dem eingekringelten rechts sogar noch ein bisschen lesen, dass das Sparta steht. This is Sparta! Ja, rastet er aus, ey. Search! Hier kann man, wenn man mit der Maus drüber fährt, verschiedene Bomben aktivieren. Ich muss irgendwo eine andersformige Bombe finden, weiß allerdings gar nicht, wo die ist. Da! Die muss tatsächlich ablaufen für einen weiteren Skip. Und dann kann ich das Juwel hier anklicken. How many holes in a Rollo? Das Rollo hat gar keine Löcher, es sind 0. Und da war ja die 0 in der Fragennummer, ne? Oh, die ist clever, die Frage. How do you get 2 whales in a car? Und zwar sind das nicht 2 Wale, sondern 2 ohne das W, Wales ohne das H. Also wie kommt man nach Wales in einem Auto? Wie kommt man zu dem Ort Wales in einem Auto? Drive down the M4. Pick nose. Ja, was pickt die Nase? Der Finger pickt die Nase. The answer looks like a pair of bare arses. Dirty boy, nein. Es ist die Fragennummer wieder. Denn das sieht tatsächlich aus wie 2 Hintern. Press this. Das hier ist auch falsch übrigens. Also, da fliegt man raus. Man muss echt Def drücken. Man muss wirklich den Knopf einfach nur betätigen. Obwohl da Def draufsteht. How do you play darts with a baby? Ja, das ist eine sehr stupide und simple Frage. Aim for the face. Man muss wirklich auf das Baby draufwerfen. Why did the Mexican throw his wife off a cliff? Schönes Wortspiel. To kill her. Ich kann es jetzt sehr schlecht betonen, dass es passt. Oder aussprechen. Tequila. To kill her. Ja, es muss also wie to kill her klingen. You require one elephant. Und wisst ihr noch, was im Impossible Quiz 1 passierte mit den Elefanten? Die kamen ja nur, wenn die Maus nicht im Bild war. Und, yo, eine schmerzhafte Form für den Elefanten. Mesh. Alles auf der Tastatur drücken, was geht.
Putz die Maus und hier die nächste Runde hiermit. Und jetzt wird's böse. Ich hasse diese Frage so sehr. Man kann sich halt an diesen Blasen orientieren. Das da... Okay, das ist unfair. Das Schloss war auf. Oh, ist das gemein. Was ist das gemein, Alter. Oh! Adder. Ja, hier gibt's mehrere Runden. Ach, guck mal, da war der jetzt links. So, ich probier's nochmal. Diesmal ein bisschen schneller, hoffentlich. Oh mein Gott, ich liebe diese Frage, die ist so toll, Leute. Okay. Mann, 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 Mann. Oh, komm schon, ich dachte, jetzt muss ich auf Go drücken nochmal. Oh, ey. Which impossible quiz can help you see hidden meanings? 2 can. Also Teil 2 kann. Mhm. Click the smallest. Hier ist übrigens was versteckt, ein Fuse-Stopper. Und hey, der eine Kreis ist plötzlich kleiner. Pickbuster, no! Hier, die Hand kann man bewegen und dann voll die Fresse von dem Ohr, ja. Oder die Hand fliegt vorbei. Hahaha, alles eskaliert. You punch my face, horse worm. What? Which magical property do dog eggs contain? Kommt euch das bekannt vor, auch vom Design? Ja, bei Frage 43 kann man eine random Frage aus dem Impossible Quiz 1 bekommen. All your base are belong to Earth, you are on your way to destruction. Das ist eine Referenz zu einem berühmten Videospiel-Zitat. What you say ebenso. Old MacDonald had a farm. Wie geht's weiter? Where's Orion's belt? Sehr simpel wieder. Around Orion's waist. Ja, der Gürtel ist um die Hüfte, ne? What is this? Das ist ein Universal Serial Bus, abgekürzt USB. Where the Universal Serial Buses pick up their passengers. Und da ich ja gerade gesagt habe, USB, klar, USB-Ports. Delete. Soll ich das echt machen? Ich glaube, irgendwo war mal was, was ich nicht drücken darf, aber ich glaube, das hier ist okay, das darf ich machen. Drücke ich das Richtige überhaupt? Ja, gut. Hat geklappt. Also ja, bei Frage 49 gibt es auch verschiedene Varianten. Complete the Episode. Das ist ein berühmter Charakter von Splat Me Do, der Badly Drawn Dog. Hier muss man ihn mehrmals anklicken innerhalb des Zeitlimits. Damit er seinen Knochen bekaut, was kein Wort ist. So, und hier muss man ihn streicheln, ähnlich halt wie Quiz im Impossible Quiz 1. Ja, das war sehr knapp. Holy. Bitte nicht nochmal so was Knappes, danke. Five animals to port in a yacht. Oh, heißt es Yacht auf Englisch? Yacht? Wie sagt man Yacht auf Englisch? Yacht race? Oh, around the world. Which came last? Hier kann man das zu Camel zusammenziehen. Eine Wunderlampe, die ziemlich staubig ist. Ja, an Wunderlampen rubbelt man. Also bewegen wir mal die Maus da lang hin und her. Und schon passiert das hier. Ew. Click where the arrow's pointing. Ja, welcher Pfeil denn? Hm. Der Pfeil ist das G hier. Das sieht ja aus wie ein Pfeil, ne? Und da musst du hinklicken. Put die Maus on hier, nö. Schaut mal hier rechts unten. Was ist denn das? Eine Maus. How do you get Pikachu onto a bus? Click here for a free iPod, garantiert nicht. Poke em on. Also ihn anstupsen. Ah, hier ist wieder was mit Deviant Art. Crime is a shit that needs wiping up. Was kann man denn hier so auswählen, theoretisch? Oof, burnt face. Oh, Ginger Neck, Vitat. Wing, Banana Phone. Filthy the Tail End. Gibt's hier auch irgendwas, was ich nicht kenne? Ja, hier Rectum Insert Coin. Ich glaube, sonst kann man hier nichts nehmen, außer. Oh, was? Nee, doch, das war das hier. Sonst kann hier nichts nehmen, außer. LOL, Micropenis.
Und das ist auch das, was man anklicken muss, selbstverständlich. How many letters in the answer? Wieder mal sehr clever. In der Antwort muss natürlich die Anzahl der Buchstaben stehen, die das Wort selber hat, also for. Was sieht man denn hier? Das kann man mal ein wenig laufen lassen. Da kommen ein paar Sachen vorbei. Gleich dürfte noch jemand bestimmt... Ja, schaut mal. Der heißt übrigens Mars. Den hatten wir ja in der 92. Folge von Impossible Quiz 1. Den hatten wir auch. Cylindrical Adventures, ne? Das dürfte alles gewesen sein. Also drücke ich mal die Space-Taste. Was ist denn hier Space? How do you make Varnish disappear? Varnish ist, glaube ich, Lack, oder? Ist Varnish Lack? Auf alle Fälle nimmt man das R raus, steht da Vanish und Vanish heißt verschwinden. Do not pull. Ja, machen wir aber trotzdem. Das hier ist eine Long Cat-Anspielung. Wow. Der hätte das fast nicht zählen lassen, weil sie zu schnell nach unten gesaust ist, oder was? What is the chicken crossy road? To get to the other side. Ist richtig, oder? Ich glaube, das ist echt so simpel. Ja. Which cheese is made backwards? Ja, was ist denn made rückwärts? Idem. What is the seventh letter of the alphabet? Und jetzt weiß ich nicht, wofür man den Skip bekommt. Ich glaube, Q auf der Tastatur drücken ist es für den Skip. Was? Ja, gut. Hatte vielleicht nicht die richtige Tastenbrett erwischt. Was muss man jetzt aber machen, um weiterzukommen? Ja, wo gibt's denn noch ein Q? Hier unten. Bei dem Quality-Button. Oh nein, das wird jetzt, glaube ich, verkacken, oder? Das wird jetzt eine Runde verkacken. Ich guck gar nicht, was links ist. Ich versuche mich dran zu erinnern, aber die Fehler sind. Es hat geklappt, oder? Geil! Ja, ich bin geübt bei dieser Frage und musste nicht mehr auf das linke Bild gucken. What is the cow's favorite beverage? Goat's Blood? Also was trinkt die Kuh am liebsten? Goat's Blood. Gibt's da eine nähere Erklärung für? Oh, hier, die Blume da ist ein Fuse-Stopper. Die sah ja auch so komisch farbig aus, ne? Dann alle Blätter hier, bis auf die drei um den Hals. So, ich sag jetzt schon mal, diese Frage werde ich nur ein einziges Mal probieren. Denn das hier ist mit Abstand die schwerste Frage in diesem Quiz. Die hassen alle.